Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Warum die jetzt hier gerade aufgeploppt sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wir sind wieder zurück an diesem strahlenden Morgen und man muss ja hier mal so ein bisschen sich umschauen, weil es doch sehr schön aussieht hier, wie ich finde. So, sprech mit Gallin. Der ist irgendwo da hinten. Da werden wir auch direkt mal unseren super süßen Wolf holen. Kann er springen eigentlich? Ach, der kann gar nicht springen. Nein, ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ah, warum habe ich ein Reittier, was nicht springen kann? Da kannst du jetzt springen, oder was? Willst du mich veräppeln? Aber über so einen laschen kleinen Zaun kannst du nicht drüber springen. Aha, okay. Was passiert ist, da vielleicht ist ist sie. Soma doch verflucht und vom Pech Ja. verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen, das würde uns Unglück bringen. Hallo. Ich möchte gerne mit dir reden. Warum darf ich das wieder nicht? Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Schier unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen, in der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Okay, klingt jetzt nicht wirklich so, als ob der ein Verräter ist. Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann, wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun, Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten! Entzünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Mal. Okay. Was ich wohl als Tipp gesagt bekommen habe. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Ja, wir können uns direkt eine ausrüsten. Jetzt muss ich das mal ausprobieren. Aber ich kann sie ebenfalls nicht fallen lassen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, es muss irgendwas verbuggt sein. Loslassen zum Verwenden. Ich will sie ja eben... Ja, so kann ich sie zumindest loslassen. Das ist schon mal ein Vorteil. Wo sind die jetzt hingelaufen? Mist. Oh, da ist doch noch was Schönes. Bleib doch mal daneben. Hallo? Machst du das jetzt mal kaputt? Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger.
Die werden doch schon gesehen. Jedes Haus muss brennen. Dass sie Aldermann Wigmunds Stiefel geleckt haben. Das Niederbrennen von Häusern beschleunigt deinen Fortschritt, okay? Und statt da reinzulaufen, werden wir mal gucken, ob wir jetzt hier mal so ein bisschen undercover in die Häuser rein können, um die abzufackeln. Okay, da hinten ist eine Wache. Den kann ich gar nicht umbringen, okay. Frage ist nur, ich muss ja ins Haus erstmal rein. Nehme ich mal an. Nein, du sollst stehen bleiben. Naja, ich glaube, dass mit dem Reinlaufen ohne gesehen zu werden, ist nicht so eine gute Idee. Wir machen es einfach anders. So. Mal hier mal eben, was wir hier noch mitnehmen können. Es tut mir leid, Leute. Ich mache es eigentlich nur gegen die Soldaten. Ihr seid leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Oder muss ich die draußen abfackeln mit diesen Dingern? Mal schauen. Oder muss ich das bei den Wagen machen? Das ist auch noch eine Möglichkeit. Dass ich die hier anzünden muss. Scheiße! Kann man die Fackel loswerden? Ups, scheiße! Das war jetzt nicht die cleverste Idee. Na komm. Ach, sie weicht wieder nicht aus. Es ist zum Kotzen. Geht dort herum. Wir lassen uns nicht beirren. Ausweichen wäre ganz gut, Mädel. Bleib standhaft. Dass die aber auch nicht ausweicht, nachdem sie zweimal geschlagen hat. Okay, perfekt. Kommen die anderen denn auch nochmal oder muss ich mich hier alleine durchschlagen?
Lang wird es nicht mehr dauern. Geh dort herum. Ich töte dich. Na komm, komm. Du sollst ausweichen, Mädel, Mann. Haben denn jetzt, ja? Hier. Ist da doch einer? Wusste ich's doch. Jungs, ich kann euch hier nicht alle mal eben. Danke. Eben wiederholen. So, anscheinend funktioniert das doch. Okay. Aber es hat wohl keine große Wirkung. Ist hier noch irgendwas, was wir anzünden können? Die roten Dinger vielleicht? Keine Ahnung. Da kann man sich auch direkt mitteilen, das ist gut. Moment, was? Wie? Ach, Untertauchen. Ach so. Okay, das kann man auch an diesen Dingern. Das ist gar nicht schlecht. Ich leite die Glocke. Nein. Ah, los, wäre schön, wenn ich was sehen würde. Nein! Oh. Ah, selber zur Hölle. So. Du nicht. Mann, geh doch mal da hoch. Boah, Mädel. Ernsthaft jetzt. Wieso kommt die da nicht hoch? Du bist zerschmettert. Was macht die denn? Bleib standhaft. Du bist nicht mehr willkommen. Du wirst leiden. Ja, das tue ich schon, weil die nicht macht, was ich hier vorgebe. Boah. Könnt mich doch alle mal, ehrlich. Soll ich dir helfen? Nee, du kriegst das schon hin, ne? Da war gerade noch einer. Folgt mir nach.
Kann ich machen, kein Thema. Da lag irgendwie ein Arm gerade. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich bin ihn ja gerade am Wiederbeleben, du Arsch. Du auch, lass mich in Ruhe. Da drin? Leute, was macht ihr denn alle hier? Ja, gerne. Aber ihr sollt euch hier nicht schlafen legen. Hat ihr das jetzt geplündert? Ja. Ihr sollt euch hier nicht alle schlafen legen. Ihr sollt plündern. Schon wieder einer. Ist doch nicht wahr hier. Danke dir, Eivor. Ja, gerne. Aber, hallo? So geht das nicht. So, hier ist anscheinend schon alles verkohlt. Da ist schon wieder der Nächste hier, der... Oh. Ich kann ja gar nichts mehr niederbrennen. Ich muss ja ständig die Leute hier wieder zurückholen. Danke. Was ist denn hier mit dem Haus? Das brennt noch nicht. Oh, das brennt doch. Okay. Ich habe kein Wort verstanden. Okay, das lesen wir jetzt mal nicht. Während wir hier am Plündern sind. Ach, das ist unserer. Oh. Ich sehe nur noch einen Pfeil und Bogen. Und brenne hier schon alles nieder. Beziehungsweise will schon drauf gehen. Wo können wir denn hier noch was verbrennen? Leute, die Häuser stehen hier noch. Nein, die sind schon da. Nicht. Was war das gerade? So, haben wir hier irgendwas, wo wir das mit anzünden können? Nee, brauchen wir auch nicht. Das ist schon am Brennen. Okay. Das ist auch schon am Brennen. Hallo, du sollst hochspringen. Da unten brannte, glaube ich, noch nicht, oder? Wieso war da jetzt gerade ein Pfeil? Hier mitten im Boden ist? Okay. Ah, der Geruch brennender Reetdächer und glimmender Torffeuer. Ey, ich wollte das gerade machen. Okay, wo ist er? Hier. Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein.
Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Drenger. Yes. Wir haben geplündert und ein ganzes Dorf niedergebrannt. Und hier hinten haben wir noch was zum Plündern, was wir übersehen haben. Reichtum erworben. Sehr schön. Das war jetzt wahrscheinlich nicht von ihm, sondern weil wir das jetzt hier gemacht haben, nehme ich mal an. Ja, dann schauen wir mal, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Er hat nur gesagt, wir sehen uns zu Hause. Aber wo das jetzt genau ist, hat er jetzt nicht gesagt. Okay. Ach so, wir müssen gar nicht nach Hause zu ihm, sondern wir müssen da mit den anderen sprechen. Okay, dann würde ich sagen, dass ich die nächste Quest schon mal annehme. Und natürlich die Fertigkeitspunkte schon mal verteile. So, das war Meuchelmord. Fähigkeitenschaden, kritischer Schaden, leichter Schaden. Wir wollten aber, glaube ich, hier rüber. Entweder da oder da. Geführter Pfeil. Ah, Kettenattentat. Genau, das wollte ich nämlich machen. Dann gehen wir doch mal hier rüber, dass wir das dann auch noch freischalten können. Was ist das hier eigentlich? Das war Sprintangriff. Okay, das bringt mir persönlich jetzt nicht allzu viel. Ja, nachdem es nicht so geklappt hat mit den Niederbrennen, aber das Gute ist, die anderen brennen das Dorf selber nieder, wenn man es nicht so schnell macht oder vielleicht auch nicht so hinkriegt, haben wir aber trotzdem diese Quest erledigt. Und ich würde sagen, dass wir dann hier einen kleinen Cut machen und uns dann wiedersehen, wenn ich bei Liv bin und mit ihm oder ihr, ich glaube, das war die Frau, sprechen werde in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.